Willkommen, willkommen zu einer weiteren Runde Ori and the Will of the Wisps. Wir sind immer noch in der Windwüste, haben aber ja beim letzten Mal ein paar schöne Dinge neu gelernt. Genau, wir waren hier an diesem Speicherport. Oh, nette Geräusche. Kling, kling, kling. Genau. Und dann wollten wir, ich muss mal schnell orientieren, wir wollten da hoch. Okay, und da oben gibt es wieder eine Höhle. Ah, Moment, nein, nein, tu es nicht. Nein. Tut es nicht. Boah, Alter, ihr seid aber mal hier heute da. Einmal in die falsche Richtung gelaufen und schon bis hier mittendrin und voll dabei. Ja, genau. Juhu. Ja. Prima. So, wie kommen wir jetzt hier wieder? So, weil ich will eigentlich hier nach da. Oh. Okay, vielleicht will ich doch nicht nach da. Das ist ja alles ziemlich gleich mal spannend hier. Gleich am Anfang geht es direkt gleich in die Vollen. Nein, nicht schon wieder. Oh, Mama. Das ist ja hier wieder... Es geht fantastisch los bei uns. Wie funktioniert das jetzt, dass ich hier hochkomme? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Halt. Ah. Nein, falsche Richtung. Wie funktioniert das, dass ich da, weil der eine hier, der ist ja auch, oder kann man den irgendwie mit diesem Sand, mit der Sandsteuerung sozusagen, nein, oh, und wieder in die Dornen, cool, so hatten wir uns das gedacht oder so, oder auch nicht oder so. Da hinten geht's noch runter. Wieso geht's da hinten runter? Da hinten war doch aber. Oder war da hinten? Wartet mal, haben die? Ne, die haben keine Verbindung. Dann müssen wir uns mal hier... Okay. Da ist ein... Ich mag euch nicht, habe ich euch das gesagt? Okay. Wo ist hier die Tür? Aua. Ist alles ziemlich spannend hier. Das ist also auch nicht die Tür. Moment mal. Ich kann vielleicht unter Umständen... Nein! Wie geht das hier? Wie ist das hier gedacht? So nicht. Also ich würde jetzt mal spontan davon ausgehen wollen, dass
wenn ihr da oben links, nein rechts, Entschuldigung, wenn ihr da oben rechts hinschaut, dann ist da wieder so ein hängender Sandball. Und ich würde jetzt mal spontan davon ausgehen, dass ich dieses komische Viech hier so hinlocken muss, dass es hier rausspringt und ich es dann mit diesem komischen Speerschleudergedönsteil, wie auch immer es heißt, mir schnappen muss, um dann den letzten Meter da noch zu überbrücken zu diesem Sandball. Aber ob mir das wohl gelingt, steht auf einem vollkommen anderen Blatt. Ja, unter anderem deshalb. Komm, komm raus da. Ja, so habe ich mir das gedacht. Es muss nur ein bisschen weiter hoch und ein bisschen in eine andere Richtung. Spannend, spannend, spannend. Na, nicht da unten schon explodieren. Komm. Lass dich doch von mir ziehen, du Ding, du. Komm, komm hinter mir her. Okay, es will nicht. Au, 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 au. Ah, ah, ah. Okay, so also auch nicht. Komm. Nein. Jo. Na, ich hab's doch vorher auch geschafft. Was habe ich vorher getan, damit es funktioniert hat? Scheiben! Scheibenschönheit! Aber ja, so scheint es zu funktionieren. Müssen wir nur hier wieder mit unseren zwei Freunden zurechtkommen. Au! Lasst mich in Frieden. Ha! Sag mal. Ist es denn wahr? Dann, oh halt, Moment. Wir machen hier erstmal kurz ein bisschen Energie ziehen. Komm. Ach, doch nicht da unten explodieren. Ich will, dass du mit mir mitkommst. Nee, ich glaube, ich brauche dieses Viech, um da... Warum? Das war wieder ein
Fehlversuch, ein erneuter. Komm. Ja, und jetzt komm. Und ja, und jetzt. Na, mach's doch auch. Ach, da schafft man's dann und dann. Aber gut. Ah, okay, zugegeben, das war mein Fehler. Ah, nein, nicht wieder in die Dornen da rein. Das wollte nicht. Ha! Warum, warum, warum? Das wird wieder nix. Aber wir werden ja immer besser. Wir kriegen immer mehr Übung in dem Zeug hier. Ja, wenn es dann... Au! Ah. Und dann leider immer wieder die falschen Tasten drückt. Au! Triff mich doch nicht, Monster. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ah, warum macht er es nicht, wenn ich drücke und er es anvisiert hat und ich dann drücke? Warum tut er es dann nicht? Ja. Dann tut er wieder alles, aber nicht das, was ich gerne hätte, was er will. Manchmal wünsche ich mir so eine Gedankensteuerung für Spiele. Witzigerweise, Prototypen dafür gibt es schon. Wenn die dann mal ausgereift sind, dann ja, dann ist man wieder zu hoch für das Dings. Hei. Komm schon. Ja, dann hat man es wieder nicht. Ja, nimm's doch hin. Oh, ach nee, jetzt bist du wieder hier. Ah, es ist doch nicht zu glauben. Gut, dann machen wir hier heute etwas anderes. Und zwar, weil das ist jetzt gerade ein bisschen r. Das hier war auch ein bisschen r. Hier kommen wir nicht rein, da ist eine seltsame Tür. Wo war denn hier Meister? Ich glaube, der war hier irgendwo. Wenn ich es jetzt wüsste. Wenn ich das jetzt wüsste, aber... Aber hier sind wir auf jeden Fall schon mal ungefähr da, wo ich gerne hin möchte. Das andere machen wir dann ein anderes Mal.
werde ich gleich wieder zu Tode geblendet. Was ist jetzt los? Hello? Ah. Hat er eine Weile gebraucht, um sich entscheiden zu wollen. Soll nicht schlimm sein. So. Jetzt wollte ich nämlich mal gucken. Hier war irgendwo. Wo war er? Ich glaube, er war... Mal gucken, ich bin mir nicht sicher. Ne, hier war er nicht. Hier war er auch nicht. Ah, wartet mal, hier können wir jetzt rein. Aha. Dann haben wir hier noch eine Lebenszelle gefunden. Sehr cool. Moment. Wird es mir? Es wird mir. Ah, ich finde das schön, dass ich jetzt hier durch Sandgedöns durch kann. So, Fragment einer Lebenszelle. Dein Maximalleben wurde erhöht. Ja genau, hier wollte ich hin. Weil hier ist nämlich... Nanush, Honomim, Hicha, Lemagon, Ha, Aber, Iwa Talk. Ja, ja, genau, sehr schön. Was Energiezellen, Lebenszellen, Splitter. Was nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen die Splitter mal. Weil wir haben die 4000. Karte kaufen. Das wollte ich. Das ist wunderprima. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt gehen wir mal auf die Karte und gucken mal. Ah, schaut mal da. Da gibt es noch etwas. Da gibt es noch Geisterlichter. Die haben wir hier noch irgendwas Schönes. Irgendwo. Suche. Nein. Wir gehen mal. Also hier gibt es auf jeden Fall noch einen Splitter. Wir könnten tatsächlich, sind wir da in der Nähe irgendwo? Wir sind hier unten. Wir könnten versuchen, da tatsächlich kurz mal geschwind. Ja gut, wobei geschwind, ne? Hier so. On the way. Wobei, wenn ich hier rumgehe, ist es nicht ganz so weit. Da liegt auch noch Gorlek-Erz in der Gegend. Das könnten wir versuchen. Da oben ist. Dann hat es hier noch einen Splitter. Da hat es eine Splitterplatzverbesserung. Cool. Frage ist. Ah, da kommen wir hier durch. Frage ist, kommen wir da durch? Kommen wir da ran? Weil eine Splitterplatzverbesserung wäre natürlich. Da ist auch noch ein Splitter oben drin. Eine Splitterplatz, aber das ist dieses komische Laser, schieß mich, lass mich in Ruhe. Eine Splitterplatzverbesserung wäre natürlich eine tolle Sache, wollte ich eigentlich sagen. Da ist auch noch eine, da ist noch ein Splitter, aber das sind Kartenteile, die wir, wo wir noch gar nicht wissen, wie wir da überhaupt hinkommen. So, gibt es hier unten vielleicht noch irgendwo irgendwas, was wir nicht... Sieht nicht so aus. Hier oben waren wir schon. Also, aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal hier einen Splitter, wo wir hin könnten. Und wir haben da hinten irgendwo, wo war das? Da irgendwas, wo wir es versuchen könnten. Und wir könnten versuchen, hier über diesen Bereich eventuell hier hin zu gelangen. Genau. So. Und dieser Bereich ist... auch gar nicht so schwer. Ich würde das mal schnell ausprobieren. Oh! Seit wann kann ich mich... Habe ich das irgendwann mal bekommen, dass ich mich von überall teleportieren kann? Okay, cool. So be it.
Gefällt mir. Ist okay. Wir müssen nach oben. Okay. Wir müssen nach oben. Ja. Moment. Wir müssen... Lass mich in Ruhe. Wir müssen, ich glaube, hier nach oben irgendwie. Nein. Nein, wir müssen hier nach oben. Okay. Dann gehen wir mal hier nach oben. Gehen mal hier vorsichtig durch, wenn es geht, ohne zu dornen. So, dann müssen wir hier und nächste gleich wieder runter. Okay. Die nächste gleich wieder runter ist... Ah Gott, kommt. Gut, dann probieren wir mal das hier. Und dann schauen wir mal, ob wir diese Splitterplatzverbesserung bekommen können. Weil das wäre schon schön. Okay, wir müssen hier irgendwie hoch. Wartet mal, das können wir ja. Wir können... Ah, wartet mal, da konnte man... Ha! Dann brauchen wir das gar nicht auf diese... So, jetzt müssen wir noch gucken, wie ist das hier? Wartet mal. Ich konnte doch irgendwie husten. Okay, das bringt mir hier gar nichts. Okay. Ich dachte, eventuell bringt mir das was. Und dann... ist es hier. Okay. Au! So, und dann müssen wir hier... Au, 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 au! Hier durch. Ah! Ein Kampfschrein. Ah, okay. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Dann benutzen wir diesen Kampfschrein und schauen, wie weit wir da kommen. Oh. Ah, nein, falsche. Moment. Falsches Gedöns. Also man kann ja sagen, was man will, aber diese Kampfschreine sind richtig cool gemacht. Die gefallen mir richtig gut. Wow, was war? Als hätte einer von euch nicht gereicht, ne? Wow, aller Freunde hier. Ja, Au, 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 au. Ha! Es wäre leichter, wenn ich sehen würde, wo ich bin. Hua. Meine Fresse. Wartet mal, ich nehme mal hier kurz das Ding da. Und guck mal, ob wir da die... Okay, warte. Wow. Hahaha. Was gibt's next? Irgendwelche. Haha. Thank you.
Okay. Wir brauchen ein bisschen Leben, nicht zu viel. Yeah! Woohoo! Sehr gut! Wir haben eine Splitterplatzverbesserung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein, ich will das nicht nochmal machen. Ich hole mir hier noch das Gold. So, jetzt können wir... wo war das? Wo war das? Hier war das. Ja, da haben wir einen mehr nun. Dann können wir mal schauen, was können wir uns da Schönes draufsetzen. Moment. Was haben wir hier? Spaltung. Wieso, wenn ich rüberdrücke, wieso bist du dann da oben? Schnellschuss, Übersprung, Geisterbögen, klar. Vitalität, Energie, Lebensernte, letztes Gefecht, Rücksichtslosigkeit, Lebenspakt, Verbraucher, Gesundheit und Zauber, bla, Überladung, tauschen, verursacht bei Bonusschaden, Dornen, Kopfgeld, Gegner besitzen und versuchen mehr, 70% mehr Schaden, ihr seid doch nicht ganz, erhalte Energie, wenn du Nahkampfschaden verursachst. Halte dich pro Sprung an einem Feind fest. Was nehmen wir? Ich glaube, ich nehme für den Anfang mal das da. Obwohl eigentlich wäre vielleicht ein bisschen mehr Leben sinnvoll. Zusätzliche Lebenszellen, das ist doch schön. Das nehmen wir. So, schön wäre jetzt natürlich noch, wenn wir ein paar blaue Kristalle finden könnten. Wir gucken mal hier schnell noch auf die Karte, wo wir sind. Wir sind hier. Und hier oben gibt es auch noch irgendwas. Ah! Ich wollte schweben und nicht mich zu Tode springen. Ha! Au! Ja! Kristalle, ja! So, wo sind wir? Wir sind da. Okay, und da waren wir scheint's ja auch schon drin, aber jetzt haben wir diesen Bereich dann auch komplettiert sozusagen. Ich probiere mal ganz schnell was, nur um zu sehen, wartet mal. Nur um etwas zu sehen, und zwar ballern wir uns jetzt mal da schnell noch in die Höhe. Okay, das würde tatsächlich gehen. Das probieren wir nicht nochmal, weil wir haben keine blauen Kristalle mehr. Ha! Wie schade. Da drüben gibt es auch noch irgendwelche Dinge. Okay, wir sind mutig. Wir probieren das Ganze mal. Ha! Nein! Ah, okay, er hat von allein aufgegeben. Sehr cool. Wir gehen mal schnell hier Lala machen. So, kriegen wir den mit einem normalen Sprung? Ne, nicht so wirklich. Oh, da müssen wir Kunstturnen betreiben. Au, au, au! Ah! Au! Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ah ja, jetzt bewegt ihr euch auch noch. Ah, jetzt sind wir hier oben. Haha, sehr schön. Aber da drüben, da waren wir ja schon. Deswegen gehen wir hier schön friedlich
nach hier drüben. Geht's da? Da geht's runter. Ja, da geht's wieder zurück. Da wollen wir nicht hin. Ich will ganz schnell hier zu meinem. Wo war er? Er war hier unten. Okay. Ja. Da müssen wir jetzt hier ein bisschen durch die Gegend tricksen. Okay, und wir landen hier und wir speichern hier. So. In dieser Folge ist jetzt leider nicht ganz so viel passiert, weil wir die erste Hälfte dieser Folge damit verbracht haben, mit irgendwelchen Sandwürmern zu spielen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eure Freude dran und natürlich, wie immer, hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden und sage auf Wiedersehen!